Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Der Herr der Ringe, Rückkehr nach Moria, wo ich mich gleich auf den möglicherweise beschwerlichen Rückweg ins Elbenviertel machen werde. Es müssen Dinge repariert werden, es können neue Sachen gecraftet werden und jetzt will ich erstmal gucken. Genau, und ich brauche Loni Akfurs Truhe, da brauche ich einen Schlüssel dafür, der muss geschmiedet werden. Und jetzt gilt es erstmal zu entscheiden, was wir mitnehmen und was nicht. Also die Hacke kommt mal sowieso weg. Naturfasern behalte ich ein bisschen im Inventar. Holz und Stein behalte ich ein bisschen im Inventar. Ich brauche das aber auch nicht alles mitzunehmen. Also ich werde auf jeden Fall ein bisschen was hier lassen. Wir kommen ja hier definitiv auch mal wieder vorbei. Also Zinn, Honig, Hafer, Bernstein. So, jetzt wollen wir erstmal hier drüben gucken. Ich möchte auf jeden Fall die komplette Zinnmenge mitnehmen. Ist nicht viel. Gucken wir mal, was wir damit machen können. Granat, also die ganzen Edelsteine nehmen wir mit. Samen bleiben hier. Zeleb kommt mit. Heldenband, ja. Lebensmittel bleiben mal hier. Tagebuchseite eines Waldläufers. Finde irgendwo in der Nähe des Tagebuchs und setze die Seiten ein, um das Wissen des Waldläufers zu erlangen. Da hatte ich mich auch noch gar nicht mehr weiter drum bemüht, ne? Irgendwo in der Nähe des finde irgendwo in der Nähe das Tagebuch und setze die Seiten ein. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die gefunden habe. So, wir nehmen die aber mal mit. So, Münzen. Haut. Was noch? Hautfetzen. Stofffetzen. Bisschen Eisenerz können wir mitnehmen. Das ist schon. Ich muss schon bald überlegen, was ich noch mitnehme. So, Kupfererz. Kohle nehmen wir ein bisschen mit. Was sonst noch? Metallteile. Zum Ausrüstung fertigen. Ne? Was können wir noch mitnehmen? Ja, nehmen wir noch ein bisschen Kupfer mit. Kann ich die Dinger anziehen, obwohl sie kaputt sind? Jawohl. Kann ich. Habe ich noch drei Plätze frei? So, Kupfer. Na, Steine müsste ich eigentlich genug da haben. Immer diese Entscheidungen hier. Eisen. Und noch mehr Eisen. Ich sag mal, das ist eine ganz gute Bestückung. So, wir sind in der Morgendämmerung. Dann können wir uns jetzt auf den Rückweg machen. Dass ich hier aber auch noch nicht einen einzigen schwarzen Diamanten bisher gefunden habe im Spiel. Ne? Monsters in the air. Na, kommt. Geht schon kaputt. So. Darf ich jetzt wieder nach Hause? Danke. In Hütten hier noch irgendwelche Dinge finden können. Naturfaser. Okay, das hätte ich schon früher haben können, wenn ich genau hingeguckt hätte. Mal gucken. Nach Hause. Aber auch da wird es theoretisch noch woanders hingehen, wenn wir einfach noch ein Stück weiterlaufen. Hier. Kommen wir irgendwie durch. Hier oben wahrscheinlich, ne? Lass mal gucken. Kommen wir da irgendwie rüber? Und was hängt da noch in der Wand?
Ich merke schon, dauert noch ein bisschen, bis ich mich wieder auf den Weg nach Hause mache. Das kriege ich so nicht rüber, aber... Wahrscheinlich zu hoch, ne? Bin ich denn hier in einem Minenschacht oder was? Okay. Was ist das? Kohle. Und daneben? Fels, Kohle, Kohle, Fels. Stein. Bin nur neugierig. Will nur mal kurz gucken. Ich habe wirklich vor, nach Hause zu gehen. Okay. Da ist wieder so ein magischer Felsen. Und hier ist auch wieder was zum Durchgraben. Zauberzeichen. Schatten sind stärker in den Minen. Diese Runen sind die Zeichen des Zauberers Tarkun. Hier steht geschrieben, der Schatten erstarkt in den Minen. Ein Zauberer sucht nach Trein. Gandalf. Danke für diesen Hinweis. Was okay, das ist jetzt. Achso, Zwergenleichnam. Inventar voll. Ach Mensch. Diese Heldenarmbänder möchte ich aber schon gerne mitnehmen. Dann werfe ich dafür, weiß ich nicht. Hier liegen noch Naturfasern. So. Die muss ich nicht alle mitnehmen. Und bin ich wieder zu Hause. Hätte ich einfach nur einmal hinten rumgehen müssen. Dann hätte ich das hier schon längst gesehen. Okay. Okay, das hat nicht ganz geklappt. Was ist das hier? Stein. Warum habe ich denn die ganzen toten Feuer nicht gefunden? Und diese ganzen interessanten Stätten hier. Was ist das denn? Ein Spinnrad? Ja, okay, kein Spinnrad. Auch nichts, was ich irgendwie drehen oder irgendwas mitmachen könnte, aber eine interessante Konstruktion auf jeden Fall. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen mit den ganzen Leichnamen hier? Ich bin mir da nicht sicher. Außer, dass mich gleich der Haar versticht hier. Okay, weiter. So, hier geht es dann wahrscheinlich wieder nach oben. Hier war ich auf jeden Fall schon.
hinten habe ich ein bisschen was abgebaut. Was wäre das jetzt? Kupfererz. So, wo geht's hierher? Okay, da kommen wir dort wieder raus. Da vorne sieht auch was wie Kupfer. Wir haben genug abgekupfert. Fürs Erste. So, ich muss wieder nach Hause. Okay, nicht lange aufhalten. Zurück, 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 zurück. Wo ging es denn hier wieder raus? Ich habe da auch eine größere Karte hier. Die Westhallen. So, hier wieder rüber. Wo ist denn da? Ich bin doch auch durch riesige Minen gelaufen hier. Ich muss da wieder hoch, ne? Ich kann nicht einfach hier langlaufen, sondern ich muss da wieder hoch. Und dann später wieder runter. Kriege ich jetzt aber, na, Orientierung, ne? So lange hier unten, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wo es hochging. Zehn Fässer Blutwein für einen Transporter. Mich hochstapeln, ne? Komm hier schon irgendwie rauf. Allerdings muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Dann klappt das auch. Schön, dass der immer so ein bisschen noch Spiel hat zu sliden. Wisst ihr, was ich meine? Dass er hier nicht gleich abstürzt. So, noch weiter nach oben. So, hierher. Dahin. Rauf hier. So, Hauptsache der Hafer stimmt. So, jetzt sind wir immer noch nicht richtig. Die Richtung stimmt. Nein, die Richtung stimmt nicht. Hier geht's ja wieder runter. Ich muss weiter rauf. Hab mich aber hier völlig orientierungslos verlaufen. Ich glaube, das wäre noch so am ehesten das, was mir irgendwann mal perspektivisch den Spaß
verleiten könnte an dem Spiel. Verleiten? Verleiden meine ich. So, naja, irgendwann kommen wir schon raus. Ich bin da ganz zuversichtlich. Wir können uns ja hier bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter bauen. So, die Fackel ist aus, macht aber nichts. Da oben ist Tageslicht. Wenn wir da rauskommen, haben wir gewonnen, oder? Gewonnen. Naja, nicht ganz. So, da oben ist dieser Stein, wo wir reingekommen sind. So, bitte da hinten rüber. Das finde ich im Leben nicht wieder. Aber hier sind wir richtig, was den Ausgang angeht. Himmel hilf. Ich weiß schon, warum ich diesen Rückweg eigentlich nicht antreten wollte. So, Holz haben wir noch genug. Haben wir irgendwas zu essen dabei? Nichts zu essen dabei, ne? Ist egal. Doch, da haben wir was zu essen. Guten Appetit. Von der Hand in den Mund. Oh, ein Bär. Was zum Geier macht hier drin ein Bär? Oh, hier. Wir sind wieder zu Hause. Bin wieder da. Hallo. Schön, dich zu sehen. Und schön, dich zu schlachten. Perfekt. Ausgezeichnet. Später Nachmittag. Tja, wenn man den Weg einmal kennt, ist nicht so dramatisch, ne? So, hier drin, so hier war noch was hier. In der großen Schmiede von Narvi. Ich meine, da müssen wir jetzt ja sowieso hin. Weil wir wohnen ja dort. Da gibt es scheinbar auch noch irgendetwas zu entdecken. Was mir bisher entgangen ist. So, und hier falle ich nicht mehr drauf rein. Zumindest heute nicht. Da reinzufallen, ins Wasser. Das ist nicht gespielt, ich erschrecke mich wirklich. Okay, Inventar voll. Ui, ist aber dunkel. Fackel herstellen. So, schon sehen wir auch wieder was. Das ist immer wieder spannend, ob ich den Eingang zu meinem Zuhause finde oder nicht hier. So, die Nacht bricht herein.
Gar kein Problem. Wir sind wieder zu Hause. So, wo wir gleich erstmal als allererstes Mal, das machen wir in dieser Folge noch, alles reparieren werden, was wir dabei haben. Okay, bei der Werkbank gibt es neue Dinge herzustellen. So, erstmal alles reparieren. Hervorragend. Jetzt bin ich ja wieder gestriegelt und gespornt. Da kann nichts weiter mehr passieren hier. So, und mit allem anderen beschäftigen wir uns dann in der nächsten Folge. Und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.